Hallo zu meinem nächsten neuen Video. Heute habe ich eine große Ladung Buntwäsche da. Ich werde heute das Dachstrahl-Einputz von Alpine Fresh nutzen. Da nehme ich, wie ihr schon hier seht, zwei, da die Maschine voll ist und ich natürlich auch ein paar Flecken habe in der Kinderwäsche. Zwei Pots werde ich nehmen in die 9 Kilo Maschine, weil später beamen wir uns rauf in die Waschküche. Einen von meinen Lieblings-Farbauffangtücher und heute nehme ich, da ich das am draußen aufhänge und der auch fantastisch, einen fantastischen Duft hat, wenn man ihm draußen die Wäsche draußen aufhängt, den Lenore Sensitive. Von den Unstoppables nehme ich heute die von Lenoir. Somit bin ich heute komplett in der P&G-Linie und dann werden wir jetzt sich oben in die Waschküche beamen. Das nächste Mal werde ich die Unilever-Gruppe nehmen. Wie ihr seht, da habe ich meine Omo und Comfort-Linie, da habe ich meine Coral-Linie und dann heute bin ich halt bei P&G. Bis gleich, wir sind gleich in der Waschküche. So, jetzt sind wir schon da. So, ich schmeiße nochmal die Waschmünzen rein. Da habe ich zwei gleich. Schmeiße ich rein, das ist genug. So, geht, willst du oder willst du nicht? Passt, zwei sind, eine lasse ich oben. So, und jetzt starten wir mal die Maschine. Wie ihr seht, hinten muss ich immer den Knopf aufdrehen, dass die Installierung losgeht. Kaltwasser, Warmwasser. So, perfekt. Nie bei diesen Wasserhähnen nie komplett bis zum Anschlag aufdrehen, immer überdrehen, weil, also immer zurückdrehen, eine halbe Drehung, weil das die Ventile beschädigen kann. Da haben wir Ding. Dann haben wir die Unstoppables drinnen. Dann schmeißen wir den einen Farbauffangtuch rein und dann geht schon los mit der Wäsche. So, ich nehme mal an, dass bei euch auch so wie bei mir ist. Es ist Sommer, aber anscheinend kommen morgen Gewitter auf uns zu und da habe ich mir gedacht, dass ich heute den Tag ausnutze und die Wäsche gleich am schönen Wind trockne. So, jetzt starte ich mal die Maschine. Bis gleich. Weichspüler ist drin.
Und es ist heute windig. So, jetzt spült sie. Das erste Spülen. Die Maschine ist fertig, die Tür kann geöffnet werden. Jetzt geht's zum Aufhängen. Gleich sehen wir uns im Garten. So, herzlich willkommen in meinem Garten. Wie ihr seht, die Wäsche hängt schon auf der schönen, heutigen, warmen Sommerwindluft. Und jetzt geht's ab in den Feierabend. Und wie ihr seht, ich bin auf der Hollywood-Schaukel und genieße den Abendausklang. Dieses Dasch, was ich benutzt habe, kann ich wirklich immer wieder wärmstens auch euch empfehlen. Es ist wirklich von der Waschkraft, ist es wirklich top. Es hat alle Flecken aufgelöst in der dunklen Wäsche. Und also da ich natürlich diese ganzen Kinderleibern habe mit natürlich auch Essensflecken und alles Mögliche. Und da kann ich sagen, wirklich ohne Probleme hat es das gelöst. Ich finde es wirklich, wirklich top. Und immer wieder kann ich nicht oft genug sagen, dass es ein super Tipp war, dass ich diese mir genommen habe. Das Lenoir Sensitive ist auch ein Traum, wenn man es schön in der Luft trocknet. Und ja, das ist auf jeden Fall mein heutiger Waschtag gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!